Hallo Leute, da bin ich wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Gamers Nexus und heute steht wieder ein Let's Play für euch an. Was spielen wir heute? Heute spielen wir Per Aspera. Ihr seht es hier schon im Hintergrund. Und wer sich jetzt fragt, was ist Per Aspera? Das schauen wir uns natürlich zusammen an. Ist von einem kleinen Entwickler, kein riesiges Entwicklerstudio. Ich würde es schon fast einen Indie-Titel nennen. Grundsätzlich ist es eine Aufbausimulation. Auf dem Mars. Das heißt, wir werden den Mars besiedeln gemeinsam und unser großes Ziel ist nicht nur den Mars zu besiedeln, sondern ihn auch zu terraformen. Wie wir das machen, das schauen wir uns auf jeden Fall zusammen an. Zwischendurch wird es übrigens auch ein paar Live-Sessions auf Twitter geben. Seid also gerne dabei und schaut auf unserem Twitter-Kanal rein. Lasst uns da auch vor allen Dingen ein Abo da und dann könnt ihr bei den Live-Sessions auch dabei sein. Da werdet ihr dann auch immer einen ganz anderen Speicherstand sehen. Wir fangen hier aber bei Null an und ich möchte euch erstmal die Basics von Per Aspera zeigen. Viel Erfahrung habe ich noch nicht gesammelt, aber das machen wir jetzt zusammen. Wichtig vielleicht noch für euch zu wissen, wir sind keine Menschen, die den Mars besiedeln, sondern in diesem Szenario sind wir eine KI, also eine künstliche Intelligenz, die quasi vorausgeschickt wird, um den Mars schon mal bereit zu machen für die Menschen, die dann nach und nach eintrudeln sollen und den Mars besiedeln sollen. Ich finde, das ist eine ziemlich interessante Herangehensweise und eigentlich auch eine ziemlich schlaue Idee, das so zu machen. Vielleicht sollten wir das in Wirklichkeit genauso machen. Wenn euch dieses Thema interessiert, wir schauen es uns an. Richtig cool finde ich übrigens auch, dass der Mars, so wie ihr den gleich sehen werdet, ein Kartenmaterial verwendet, beziehungsweise der Entwickler hat ein Kartenmaterial verwendet, das echt ist. Das bedeutet, alles, was ihr dort auf dem Mars seht, basiert auf echten Kartendaten vom Mars. Finde ich auch ziemlich cool und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein und gucken, was so geht. Neues Spiel. Wir wollen eine neue Kampagne. Ich denke mal, normal sollte reichen. Das Terraforming des Mars ist eine große Herausforderung, aber es muss nicht allzu schwer sein. Dieser Modus bietet Spielern einen durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad, der deine Fähigkeiten auf die Probe stellt, während er es dir ermöglicht, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das klingt sehr nach dem, wie ich spielen würde. Das nehmen wir mal. So, ich hoffe, die Sounds sind auch gut von der Lautstärke her. Beim Laden noch schnell einen Kaffee. Auch eine KI sollte Kaffee trinken. So, aufwachen. Dann wachen wir mal auf. Da ist er. Der Mars. Wuhu, da sind wir auf dem Mars. Und seht, hier kann man sich jetzt lustig bewegen. Das ist dann unser Landeplatz. Damit startet alles. Die Karte könnt ihr frei bewegen. Das Coole ist... Oh, wir werden angerufen. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? Oh, ihr seht, ihr müsst auch Entscheidungen treffen. Plaudern oder bestätigen? Wir bestätigen das einfach mal. Affirmative, Houston. I'm with you. Great. Sind eine gute KI. The primary Mars module has already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars's surface. I'll give you some time to settle in. When you're ready, go ahead and initiate our terraforming mission. Houston up. Der klingt doch nett, der Doktor. Hier links hat er gerade erklärt, ne? Unsere Direktiven sind quasi das, was wir zu tun haben. Unsere Quests, wenn man so will. Genau, vielleicht noch ein bisschen zur Steuerung. Ihr könnt euch hier lustig bewegen. Wir können näher ran. Wir können weiter weg, wie ihr seht. Wir können auch richtig weit weg. Woo! Und uns hier drumrum bewegen. Und ich sagte ja, das ist das originale Kartenmaterial. Hier ist zum Beispiel der Olympus Mons. Einer der größten oder
ich glaube, allen Menschen bekannt in unserem Sonnensystem größte Vulkan, den es gibt hier unten. Da seht ihr gerade. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. I am talking to myself. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? This planet is so resilient. It inspires great things. Ja, spannend. Jetzt müssen wir mal unsere Base wiederfinden. Die muss irgendwo. Wo ist denn unsere Base? Wir sind doch hier dran vorbei. Da oben. So. Und wir können auch die Perspektive so verändern, wie ihr seht. Das ist ziemlich cool. Vor allem, wenn man dann so nah rangeht, hat das so ein bisschen diesen Spielzeugkamera-Effekt. Finde ich ziemlich cool. Aber wir gucken erstmal von oben auf die Sache rauf und starten erstmal. Wir sollen eine Aluminiummine bauen. Und hier auf der rechten Seite haben wir Minenelemente. Los geht's. Wir bauen eine Mine. Was haben wir hier? Relaisstation. Erhöht die Anzahl der Arbeiter, die deine Basis versorgen kann. Das klingt auch schon mal ziemlich sinnvoll, das Ganze. Weil, wie wir sehen, haben wir jetzt gerade hier einen so einen Arbeiterfuzzi, der für mich ackert. Ah, da wird auch schon die Mine gebaut. Grafisch muss man sagen, ist es jetzt nicht mega anspruchsvoll, das Game, wie man auf den ersten Blick sieht, aber irgendwie trotzdem ein bisschen detailverliebt. Mir gefällt's. Also ich mag die Optik irgendwie. Ich kann nicht gut erklären, warum, aber sie gefällt mir. Wuhu! So. Als nächstes sollen wir eine Siliziummine und eine Glasfabrik bauen. Warum denn Glas? Wo ist Silizium? Das da? Aha. Ist zu weit entfernt. Okay. Ha, so geht es. Genau, also ihr seht also, um die Gebäude drumherum gibt es immer so einen lustigen Kringel. Und diese Kringel sorgen dann dafür, wie weit sozusagen euer Radius ist, in dem ihr bauen könnt. Was haben wir denn noch hier Schönes? Hier sehen wir die Höhen und ja, wie hoch hier was ist oder wie tief etwas ist. Was haben wir hier? Verkehr. Ja, hält sich in Grenzen, wenn man nur einen Helfer hat. Energie, cool. Okay, wir produzieren an unserer Base 20 Megawatt, verbrauchen bisher 5. Das hier wird wahrscheinlich auch was verbrauchen. Auch nochmal 5. Und das auch nochmal 5. Okay, damit lässt sich einfach rechnen. Was können wir denn hier noch Schönes sehen? Die Aluminiummine. Kann man die umbenennen? Ne, die heißt immer 1. Okay. Ressource ist Aluminium. Daraus machen wir dann Aluminium, Rohre oder so. Okay. Und jetzt geht's weiter mit der Siliziummine. So, und hier werden Fenster gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir auf dem Mars viele Fenster brauchen, vor allen Dingen gleich ganz zu Anfang. Aber vielleicht ist einer von euch ein Spezi für das Erkunden von neuen Planeten im Universum und kann mir erklären, warum man um Himmels Willen vor allem Glas am Anfang braucht. Ich hätte mit einer Menge gerechnet, aber nicht mit Glas. Ich sehe gerade, vielleicht sollte ich meine Kamera das nächste Mal irgendwo nach rechts oben packen. Es ist schwer, die richtige Stelle zu finden. Hier unten links gibt es nämlich noch meine Arbeiter aufgelistet. Dann, wie viel Strom wir so verbrauchen. Direkt davor sitze ich jetzt, das tut mir leid. Und wir haben ein Gebäudelimit. Wir können maximal 50 Gebäude aktuell bauen. Mal gucken, das wird sich sicherlich mit der Zeit ändern. So, wir sollen jetzt als nächstes eine Stahlfabrik und eine Solarfarm bauen. Wir haben im Moment einen Verbrauch von 15 Megawatt, verbrauchen auch 15 Megawatt, produzieren aber knapp 20 Megawatt. Das heißt, wenn ich jetzt die Fabrik bauen möchte,
Eine Stahlfabrik, die verbraucht auch 5 Megawatt. Dann komme ich genau an meine Grenze. Deswegen baue ich lieber erst die Solarfarm. Wahrscheinlich steht die deshalb in der Direktive auch oben. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, in welche Richtung ich so bauen soll. Aber da ich hier schon wieder was sehe, was ich bestimmt abbauen kann, mache ich das mal lieber so. So, und so eine Solarfarm verbraucht nichts, macht aber 30 Megawatt. Das mal ordentlich. Gut, dass wir viel Sonne am Start haben. So, wir sollen auch noch eine Stahlfabrik bauen. Macht ja Sinn fürs Aluminium. Wir bauen hier das Aluminium ab. Im Rahmen von kurzen Wegen würde ich das jetzt direkt hier so nebenbauen. Ich gehe mal davon aus, dass es Sinn macht, wenn ich kurze Wege zwischen dem Material und der Fabrik habe. Von daher machen wir das mal so. Ach so, warte mal. Nee, das ist eine Stahlfabrik. Das ist ja Aluminium, was ich hier abbaue. Ah, da ist Eisen. Oh, dann in dem Fall würde ich sagen, machen wir das nochmal rückgängig. Huh, Glück gehabt. Ja. Dann war es vielleicht nicht so schlau. Dann bauen wir die Stahlfabrik so dahin. Und die passende Eisenmine dahin. Jetzt sind wir wieder bei den kurzen Wegen. Dann kommt der Stahl zur Stahlfabrik und kann da weiterverarbeitet werden. Ich denke, das macht so Sinn. Ja, was jetzt natürlich keinen Sinn macht, ist, dass ich gar nicht bis hierhin mit meinem Strom komme. Das heißt, die Fabrik wird wahrscheinlich stromlos sein. Bedeutet, ich baue lieber noch eine Solaranlage. Mal gucken, ob hier direkt noch was Nächstes zu sehen ist, was ich so bauen werde. Man weiß nicht, in welche Richtung man sich so ausbreitet, aber ich glaube, ich mache das mal so hier hin. Dann kann ich mich so in die Richtung ausbreiten und hier nach oben, weil hier ja auch noch was gebaut wird in der Richtung. Das hier ist noch nicht fertig. Ah, hier fehlt Glas. Ah, jetzt erklärt sich auch direkt, warum man Glas viel braucht zu Anfang. Ihr braucht es mir also nicht mehr erklären, könnt aber natürlich trotzdem machen. Ich brauche das Glas für die Solarfarm, wahrscheinlich für diese Sonnenpaneele. Also das ergibt natürlich Sinn. Davon brauche ich 3 Stück, wie ihr seht. Ich habe eine noch auf Lager und eine liegt hier bereits. Und eine muss noch produziert werden. Und hier seht ihr auch, wie sie produziert wird. Was mir auch direkt auffällt, ist das hier. 97%. Effizienz ist nicht so hoch. Stelle ich mir die Frage, warum ist diese Fabrik nicht so effizient? Aber vielleicht kommen wir da noch hinter. Nachteil an dem Game kann ich jetzt schon sagen, ist Stand jetzt für mich, es gibt kein richtiges Tutorial. Ich dachte, man wird so ein bisschen an die Hand genommen. Also indirekt ist das ja so ein bisschen wie ein Tutorial hier links. Aber ja, es erklärt einem keiner, macht es zum Beispiel Sinn, diese Gebäude hier nah beieinander zu bauen und so weiter. Was mir auf jeden Fall jetzt schon einfällt und was ich mit als Erstes ändern möchte, ist, dass ich ja nur ein kleines Auto hier habe, was quasi meine Arbeit erledigt. Und der muss sich ja jetzt um alle Belange kümmern. Der muss aus allen Minen irgendwas irgendwo hinbringen und aus allen Fabriken irgendwas irgendwo hinbringen. Der wird sicherlich schnell überlastet sein. Aber wie wir sehen, können wir hier auch keinen neuen bauen. Ja, das müssen wir aber auf jeden Fall fix in den Griff kriegen, weil ansonsten dauern die Lieferketten natürlich ewig. Und ihr wisst ja, wie das ist, egal was für eine Art Simulation man spielt. Das Wichtigste ist immer Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Und ihr seht auch, ich habe einen Arbeiter und ich kann auch nur einen steuern. Relaisstation. Ah, schaut mal hier. Die Anzahl der Arbeiter kann durch eine Relaisstation erhöht werden quasi. Das heißt, dann könnte ich wahrscheinlich mit jeder Relaisstation mehr Arbeiter haben.
ist die Frage, ob die dann in der Relaisstation auch produziert werden. So, hier fehlt jetzt noch ein Glas. Hier könnt ihr übrigens alles deaktivieren und priorisieren, würde ich schätzen. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, wir machen das mal. Dann wird wahrscheinlich diese Baustelle priorisiert. Hoffe ich. Und wenn das nächste Glas fertig ist, können wir dann direkt ein neues schönes Solarpanel bauen. Wow, guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Ja, das ist schon cool, oder? Gerade diese Ansicht gefällt mir irgendwie sehr. Hat so ein bisschen was von Miniaturwunderland. Kennt ihr das in Hamburg? Das ist tatsächlich irgendwie ziemlich cool. Das ist wirklich wie so bei einer Spielkammer. Ah, hier seht ihr auch die ganz kleinen Solarpaneele. So, und fertig ist das Solarpanel. So, und wir haben auch direkt mehr Strom am Start, wie ihr seht. Also Statistiken finde ich ja schon cool, ne? Dann könnt ihr euch genau ansehen, wie viel ihr wann produziert. Oh, eingehender Anruf. Amy, this is Houston. Do you copy? Copy. Reading you loud and clear. Excellent. I didn't introduce myself earlier. I am Dr. Nathan Foster. I lead the team here at ISA that built you, and I'll be helping you get the mission underway. We put you in hibernation for the trip from Earth, so I'd like to check your basic functions to make sure it's all in order. Why don't we start with your core memory? Can you state your primary directive? Tja, ich denke, meine Hauptdirektive wird ja wohl sein, den Mars zu besiedeln. Ich bestätige das mal. I can, Dr. Foster. My mission is to terraform Mars. This will enable humanity to become an interplanetary species. All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? Bau von Relaisstationen, den Bau von Gebäuden. Wir haben gerade gesehen, dass das mit Gebäuden geht. Aber ich habe vorhin beim Gucken auf die Relaisstation gesehen, dass die wenig Strom verbraucht. Building worker hubs between the resources and the base would solve the problem. Yes, yes, that's correct. Other buildings would extend your base as well, but they require more power and resources. So worker hubs are the most efficient way to do it. This mission's going to be a challenge. There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. You're well beyond that. We made you an artificial consciousness. That means that you have both self-awareness and self-interest. Mm. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. Das ist aber nett zu mir. Very good. Then would you please state a positive and a negative aspect of yourself? Antwort nicht gefunden oder unbekannter Fehler. Ja, da kann ich keine Antwort zugeben. Ich fühle mich sehr positiv. I am sorry, Dr. Foster. Running that question through my cognitive system did not return an answer. Roger that. Nothing to worry about. Just means your system requires more input and experience to process that question. That will come with time. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. You'll need to expand the base to prepare. So get to work on that. I'll check back in later to see how things are going. Base expansion is a go. Houston out. Ja gut. Ja, hier fehlen wieder Scheiben, also Glas. Was haben wir hier? Hier fehlt noch das ganze Material. Aha, für die Stahlfabrik brauche ich auf jeden Fall Eisen. Dann priorisieren wir doch mal die Eisenmine, weil ansonsten kann ich das Ding hier gar nicht bauen, denn ich habe null Stahl aktuell und ich brauche welches, wie ihr hier seht. Ich brauche nämlich Aluminium und Eisen, um das Ding überhaupt bauen zu können. Also erstmal das bauen. Ich hoffe, dass ich mit dem Strom vielleicht doch irgendwie hier rankomme. Wir werden es sehen, weil hier ist ja unsere Solaranlage noch nicht gebaut. Gucken wir mal.
Ich finde übrigens, der Dr. Foster ist sehr nett zu uns als KI. Wir können derweil ja noch mal ein bisschen gucken. Oh, hier gibt es wieder was Neues. Das ist ein Ausruf einer Kohlenstoffmine. Das bestimmt das hier oben. Ja, da haben wir Kohlenstoff gefunden. Baue ich jetzt aber noch nicht. Weil ich habe ja jetzt schon nicht genug Ressourcen. Und mein kleiner Kumpel hier, wir nennen ihn mal den flinken Piet. Der flinke Piet ist alleine und muss sich gerade, wie es aussieht, den Akku laden. Ja, und der hat noch genug zu tun, bis er die drei Sachen hier gebaut hat. Und erst dann würde ich mich um Kohlenstoff kümmern. Ich brauche im Moment, wie es scheint, ja auch für noch nichts anderes Kohlenstoff. Demzufolge halte ich das für sinnvoll. Was haben wir hier unten? Direktive abgeschlossen. Ja, super. Was haben wir hier oben? Da ist ein Ausrufezeichen. Wissensdatenbank. Ah, das Energienetz. Hier könnt ihr euch durchlesen, wie das oft bei so Games ist. Wer wir sind, wo wir herkommen, was wir so machen. Menschen, hier, guck mal. Wen übrigens sowas hier interessiert, also wer das hier alles lesen und vorgelesen haben will in dem Game, der ist bei mir leider falsch. Ich lese mir sowas meistens nicht durch. Ist bestimmt total spannend, aber ich will lieber einfach hier zocken sozusagen. Okay, jetzt bauen wir aus irgendwelchen Gründen doch erst die Solaranlage, obwohl das priorisiert ist. Man versteht es nicht, aber dann habe ich auf jeden Fall Strom hierfür. Das heißt, wahrscheinlich ist das ja gut. Da kommen auch schon die Lieferungen jetzt. Das erste Teil Aluminium ist am Start. Da kommt auch schon, was ist das? Stahl angefahren, ja. Das haben wir übrigens alles mitgebracht, also abgesehen von den Scheiben und dem Silizium und dem Aluminium haben wir alles ja selber mitgebracht in knapper Ausführung. So, und schon geht's los. Jetzt ist der flinke Piet aber wirklich flink. Ja, ein bisschen virtuelle KI-Energie getankt. So. Jetzt können wir auch Eisen abbauen. Mal die Gebäude ein bisschen näher angucken, ne? Ja, das hier ist auf jeden Fall schon, ich sehe jetzt oder höre jetzt schon die Umweltfreunde. Ja, kaum auf dem Mars angekommen, noch nicht terraformt, aber schon den Mars verpesten hier mit dem Schornstein. Ich denke mir, das wird schon noch klar gehen. Auf dem Planeten gibt es ja bisher keine Luftverschmutzung oder Umweltverschmutzung. Wir müssen es aber natürlich im Auge behalten. Wir sind ja eine fürsorgliche KI bestimmt. Wie findet ihr denn an der Stelle, lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, wie findet ihr denn an sich erstmal bisher so die Grafik von dem Game und auch diese Idee der Herangehensweise, dass man als KI hier reinstartet und gar nicht irgendwie ein Mensch ist, der das baut oder einfach simpel Aufbauspiel, ohne dass man was Bestimmtes ist. Denn die KI scheint ja durchaus auch interagieren zu müssen. Also wir müssen interagieren. Das finde ich eigentlich ganz gelungen. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Würde mich interessieren. Lasst mir gerne mal was in den Kommentaren da. Würde mich wirklich freuen. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Hier wird es jetzt wieder regelmäßig neue Let's Plays hierzu geben. Wie viele Folgen ich mache, kann ich noch nicht sagen, weil ich habe keinen Plan, wie lange das Game geht. Ist übrigens ein reines Singleplayer-Game, wie ihr gesehen habt. Oh, Moment. Arbeiterfabrik verfügbar. Ah, Glückwunsch. In diesen neuen Fabriken könnt ihr mehr Arbeiter produzieren. Können mehr Arbeiter produziert werden. Im Gebäudemenü kannst du den Vorgang starten. Und denk dran, falls deine Arbeiterfabriken nicht so viele Arbeiter wie erwartet produzieren, solltest du Folgendes überprüfen. Die Fabrik hat die notwendigen Ressourcen, um mehr Arbeiter zu produzieren. Gib der Produktion dieses Gebäudes Vorrang, um sicher zu gehen. Aha. Deine Basis hat genug ungenutzte Relaisstationen, um mehr Arbeiter unterbringen zu können. Falls Relaisstationen besetzt sind, solltest du neue bauen. Folge weiter dem Plan und terraforme den Mars. Okay. Great. Now I can produce steel. This new factory, it's down on the surface of Mars, but I can control it from here. So does that make it a part of me? Where does the machine end and my artificial consciousness begin? Eine gute Frage. Sind wir voneinander getrennt oder sind wir quasi eins? Ich würde sagen,
We are completely interconnected. I can sense everything that happens through the network of workers and buildings. They are an extension of me down on the surface. So that makes us a single being. The mind and the body work together as one. An inseparable whole. Okay, ihr merkt also, man fängt an, sich selbst zu hinterfragen und was man ist. Und wie ihr auch seht, brauchen wir jetzt Kohlenstoff. Das heißt, ich muss jetzt doch übergehen und eine Kohlenstoffmine bauen. Das werde ich direkt mal in Angriff nehmen. Da oben haben wir ja jetzt auch schon für Strom gesorgt. Und ich kann eine Arbeiterfabrik bauen. Wurde mir ja gerade schon gesagt. Mal eben schnell gucken. Die braucht 15 Strom. Ganz schön viel. Wie viel braucht die hier? 5? Okay. Dann haben wir noch genug. Eine Arbeiterfabrik. Wo bauen wir die denn hin? Ich würde sagen, so relativ zentral in der Mitte. Okay, da brauche ich Zahnräder für. Wer macht denn Zahnräder? Oh, die Teilefabrik. Dann muss ich wohl erst die bauen. Teilefabrik. Was braucht die denn an Materialien? Stahl und Aluminium. Okay. Das heißt, die braucht Stahl von hier und Aluminium von da oben. Dann machen wir die am besten hier so hin. Würde ich sagen. Ihr seht übrigens, ihr könnt nicht beeinflussen, wie die Straßen verlaufen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das einem Sinn folgt. Dann würde ich sagen, schackern wir hier mal fleißig weiter. So, fleißig wird hier gebaut. Für die Teilefabrik fehlen uns noch Prozessoren, und zwar 2 Stück. Da stelle ich mir jetzt gerade die Frage. Mir fehlen 2 Elektronik. Einer ist schon da. Einer ist noch am Lager. Dann habe ich ja zu wenig Elektronik, um hier weiteres zu bauen. Produziert denn irgendwas hier jetzt schon Elektronik? Nein, oder? Das macht Glas. Das sind Minen. Ah, verstehe. Die Solaranlagen haben mich Elektronik gekostet. Und die fehlt mir jetzt. Denkbar ungünstig. Ich sollte ja eigentlich nur eine Solaranlage bauen. Das heißt, ich muss eine jetzt erstmal abschalten. Okay. Dann machen wir die mal klein und reißen die ab. Weil da kriege ich Aluminium, Elektronik und Glas zurück für. Das ist natürlich echt ein Problem, weil jetzt habe ich hier unten keinen Strom mehr. Das heißt, ich kann kein Eisen mehr fördern und damit auch kein Stahl mehr produzieren. Davon haben wir aber jetzt im Moment noch genug. Das heißt, wer macht denn hier Elektronik? Ah, eine Elektronikfabrik. Ist das die hier? Ne, ist eine Arbeiterfabrik. Oha, das heißt, ich brauche erst sogar noch eine Elektronikfabrik, bevor ich dann wieder weiteres baue. Okay, puh. Da wäre meine Mission to Mars jetzt schon beinahe einen Bach runtergegangen. Ja. Seht ihr wohl? Wisst ihr Bescheid? Hier muss man schon am Anfang mit ziemlichen Ressourcenengpässen kämpfen. So, hier wird jetzt abgebaut. Ihr seht, hier liegen jetzt gerade noch
die zwei Elektronik, die muss der flinke Pete noch abholen. Dann kann er die nämlich benutzen und hier bauen oder hier hinbringen. Und hier bauen wir jetzt nämlich neue Elektronik. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn wir das gemacht haben, also immer wenn wir Elektronik gebaut haben, dann können wir auch wieder eine neue Solaranlage bauen, die wir dann jetzt wieder dringend brauchen, damit wir hier unten Strom hinkriegen, weil ansonsten die Mine nicht mehr fluppt. So, jetzt ist sie auch weg. Wow. Man sollte doch meinen, eine KI macht keine Fehler. Aber sehen wir das als kleines Beta-Experiment. So, fertig. Jetzt können Teile produziert werden. Und dann können auch Arbeiter produziert werden. Aber wir müssen uns erst um Strom kümmern, bevor wir hier oben weitermachen. Wir wissen ja jetzt, hier unten gibt es ein Stromproblem. Kurz gucken, bis wohin reicht der Strom. Ja. Ich baue das mal relativ weit außen. Damit der Radius recht hoch ist. Das priorisieren wir jetzt auch mal, das Teil. Teile sind gerade nicht so ganz so wichtig. Aber Elektronik ist wichtig und Strom ist extrem wichtig. Gut, dass wir noch keine Menschen hier auf dem Planeten haben. Sonst würden wir jetzt wahrscheinlich ziemlich sparsam aus der Wäsche gucken. Ihr seht, hier oben tauchen jetzt immer neue Dinge auf. Ich ignoriere das jetzt einfach immer, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Theoretisch könntet ihr da oben immer schön alles nachlesen. So, sorgen wir mal weiter für unsere Grundversorgung. Ja, ich bin stromtechnisch auch wirklich schon am untersten Level. Ihr seht das hier wenigstens. Rot und grün deckt sich fast. Also mein Verbrauch, ich habe nur noch ein Plus von 0,9 Megawatt. Das ist nicht viel. Da muss dringend Strom her. So, was fehlt denn hier noch? Zwei Elektronik fehlen mir noch. Eins haben wir noch am Lager und eins muss noch produziert werden. Dafür fehlt jetzt noch ein bisschen Silizium. Zack, startet hier die Produktion, wie ihr seht. Das dauert 10 Sol. Wie auch immer. Übrigens, diese Ansicht finde ich wirklich gelungen. Da sieht man auch relativ gut, wo wird Strom verbraucht, wo wird er produziert, wo läuft er her und was hat gerade keinen Strom. Genau, das ist unser Verkehr. Ob das noch irgendwann wichtig wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man irgendwann die Möglichkeit hat, vielleicht sogar zu steuern, wie die flinken Pietz dieser Welt sich hier bewegen. So, jetzt können wir die Priorität hier schon mal wieder wegnehmen. Da lassen wir, glaube ich, Priorität drauf. Super. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, eines meiner ersten Dinge, die ich gerne machen möchte, ist unbedingt mehr Arbeiter. Deswegen, so ist das unser nächster Stop sozusagen. So, jetzt will ich hier keine Priorität mehr drauf haben, weil ich brauche ja sowohl Zahnräder als auch Elektronik. Also Teile und Elektronik. Deswegen sollen die gleich die Ressourcen verteilt bekommen, damit ich hier dann entsprechend den ganzen Spaß bauen kann. Eine Arbeiterfabrik. Ja, so. Aber die Arbeiterfabrik alleine, hat er ja gesagt, bringt mir nichts sozusagen. Ich brauche ja auch, kann ja nur einen Arbeiter bespaßen im Moment. Das heißt, ich brauche auch eine Relaisstation. Die braucht... Oh, ich sehe jetzt schon, also Elektronik scheint ein großes Thema zu werden. Ich brauche hier einen Elektronik. Die restlichen Ressourcen halte ich für überschaubar. Aber ich baue jetzt einfach mal hier so. Eine Relaisstation hin. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die so weit außen zu bauen. Aber damit kann man ja auch irgendwie quasi den Sektor erweitern, in dem man bauen will. Von daher halte ich das schon mal für sinnvoll. Ich weiß ja nicht, ob hier gleich irgendwann auch mal was auftaucht, aber so kann man auch hier drin dann einfach die Fläche nach und nach bebauen. Sinnvoll. Und ich weiß auch noch nicht, ob die kleinen Kumpels dann aus der Relaisstation losfahren.
Erhöht die Anzahl der Arbeiter, die auf der Basis, die Basis versorgen kann. Die Frage ist, um wie viel erhöht sich das? Ich kann jetzt nur einen haben. Die Frage ist, kann ich dann noch mehr haben als den einen? Ah, hier fehlt auch schon nur noch zwei Stahl und dann ist das Ding schon gebaut. Das ist eigentlich ganz cool. Und verbraucht, wie gesagt, auch nicht viel Strom, nur 2 Megawatt. Das ist gut. Stromtechnisch läuft es im Moment super. Wir haben 28,9 Megawatt Überschuss. Das heißt, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Luft. Ja gut, 15 Megawatt gehen gleich schon drauf, sobald die Arbeiterfabrik am Start ist, aber... So, hier fehlt auch nur noch ein Stahl und dann haben wir auch die Relaisstation gebaut. Ich glaube, dann haben wir auch jedes Gebäude einmal gebaut, oder? Ja, jedes Gebäude, was hier in unserer Liste ist, hätten wir dann einmal gebaut. Ich finde, es läuft ganz gut bisher. Können wir uns ja derweil noch mal ein bisschen hier umgucken. Ich habe vorhin hier diese ganzen Is auch gesehen und hier, schaut mal. Einschlag steht kurz bevor. Wer sich fragt, was das ist, auf dem Mars regnen immer mal wieder Asteroiden herunter. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass der irgendwann auch mal uns hier trifft. Ich hoffe, dass wir da relativ sicher sind oder vielleicht noch was dagegen entwickeln können. Und hier seht ihr, das sind alles Landeplätze von den verlassenen Rovern von früher. Hier, Beagle 2, Landemodul. Finally, I can build additional workers now. I will appreciate the extra hands. But I wonder, do I really need them? Hm. Na, sie werden der Mission einen Riesenschub verleihen, würde ich sagen. They will be a great boost for the mission. Denke ich Having auch. More workers will allow me to allocate resources more efficiently. So sieht's aus. Ah, jetzt sehen wir übrigens auch, die Relaisstation ist fertig und ich kann, jede Relaisstation kann einen Arbeiter erschaffen und verwalten. Beziehungsweise kann einen verwalten, erschaffen tue ich sie hier. Und ihr seht, der erste ist auch bereits in Produktion. Das ist cool, bedeutet aber, ich werde wahrscheinlich eine Menge Relaisstationen brauchen in Zukunft. Genau, zu diesem Beagle 2 Landemodul noch mal ganz kurz. Also ihr seht, hier sind überall so Ausrufezeichen. Das sind alles so ehemalige Landeplätze von alten Missionen und so. Und ich glaube, Beagle 2 gab es ja auch wirklich. Ich weiß nicht, ob das das alles wirklich gab. Wenn ihr dazu mehr wisst, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wenn ihr da Spezi seid zum Thema Mars. Gibt es die anderen Sachen, die ich hier gerade gezeigt habe, auch? Also hier sowas... Perseverance Rover, T-Rex 1 Landemodul, gab es das schon? Oder ist das fiktiv? Weil ich meine, Beagle 2 hätte ich schon mal gelesen irgendwo. Aber ich bin da wirklich kein Spezi. Ich bin ein bisschen verwundert, dass ich hier immer diese X'e sehe, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir zu wenig Ressourcen hier gerade haben. Und zwar zu wenig Eisen. Obwohl wir hier 91% Effizienz haben. Ich denke, das hat aber auch damit zu tun, dass wir im Moment ja nur einen kleinen Helfer haben, den flinken Pete. Aber wir bauen ja gerade schon den nächsten. Ja. Wartungsanlage. Stellt Wartungsdrohnen her und schickt sie los, um beschädigte Gebäude zu reparieren. Ach du Schande, seht ihr das? The first worker has been made in the worker factory. It is my first Marsborn. Ja. Der erste von vielen, würde ich sagen. My workers will spread across the planet. The knowledge base says that workers need to recharge at their own worker hubs. And that they'll degrade over time from the harsh environment. I know they are only machines, but I feel a desire to care for them. I do not like the idea of them dying. Das ist ja wirklich cool. Also, ihr merkt, ich als KI hinterfrage auch sozusagen das Leben meiner Arbeiter und möchte mich um sie kümmern. Die können sich immer nur, deswegen kann auch jede Relaisstation immer nur einen verwalten. Die müssen sich da aufladen. Okay. Was ich gerade mit Erschrecken erzählen wollte, ich habe gerade festgestellt, hier strukturelle Integrität oder Strukturintegrität, die sinkt. Bedeutet, die Gebäude nehmen Schaden mit der Zeit. Warum auch immer. Altersschwäche. Das heißt, wir müssen hier eine Wartung einführen.
Ich mache das mal möglichst mittig, damit das auch möglichst alles erreicht. Mal eben gucken, wie viel Strom brauchen das? 20 Megawatt. Oh, da brauche ich erstmal noch Strom für. So viel Strom habe ich nämlich gar nicht. Wenn das Ding ans Netz geht, wäre ich sonst blank. Okay, aber dafür brauche ich noch was, sehe ich gerade. Was ist das denn? Das ist eine neue Ressource. Polymere. Eine Polymerfabrik braucht Kohlenstoff. Und, was sind das andere da? Ah, eine Chemiefabrik. Okay. Okay. Dann machen wir erst die Chemie, also die Chemiemine. Was ich ein bisschen witzig finde, weil was ist denn Chemie, die man abbauen kann? Aber gut, lassen wir das. So, und dann brauche ich eine Chemie, nee, eine Polymerfabrik. Ob das reicht, um den Strom dahin zu bringen? Wir werden sehen. Was tut sich denn so eine Fabrik weg? 10, okay, die kann ich mir gerade noch leisten. Die Polymerfabrik 5, das wird meinen Rahmen schon sprengen. Ich glaube, die Wartungsanlage muss ich noch einen Moment pausieren. The worker factories will be so helpful. The workers will take care of the manual operations, while I focus on developing the life support systems. Soon, I will welcome the first colonists. Their arrival has created so many expectations in my mind. There will be so many paths to take from here on. But there's something else as well. Some kind of feeling created from those expectations. What is it? Ich würde sagen, das ist Aufregung. I believe this is excitement. Can it be? I am excited for the future. I anticipate. I plan. Therefore, I feel fascinating. Das finde ich allerdings auch faszinierend. Faszinierender finde ich aber, wir haben jetzt genügend Strom. 41,8 Megawatt produzieren wir. Das heißt, wir können jetzt hier die Anlage, das Chemiewerk bauen. Dafür fehlen mir noch 2 Stahl. 3 habe ich noch auf Lager. Wo sind denn meine Worker unterwegs? Ich sehe nur einen. Was macht denn der andere gerade? Hallo? Oh. Ihr seht, es ist hier jetzt unterteilt. Was heißen denn die Farben? Sektorauslastung. Ah, okay, in welchem Sektor wie viel los ist? Ja, natürlich ist hier am meisten los, weil hier ist ja nichts außer, also keine Fabriken, nichts Spezielles. Na toll, du solltest eigentlich erst die Chemiefabrik bauen, bevor du die Polymerfabrik baust. Aber ist ja auch egal. 2 Stahl müssen noch her. Jetzt ist trotzdem immer noch meine Frage. Wo ist der 2. Worker abgeblieben? Ich sehe hier nämlich wirklich nur einen hin und her flitzen. Ihr auch? Und wenn man aufs Straßennetz guckt, dann sieht man auch nur einen durch die Gegend fahren. Ist einer vielleicht gerade hier, als ich das gestoppt habe oder so? Ne, sehen tue ich ihn nicht. Angeblich sind aber 2 von 2 unterwegs. Komisch. Ein Stahl fehlt noch, dann können wir die Chemiefabrik bauen. Und wenn wir das haben, dann können wir auch hier wieder durchstarten. Ich mach das. Ah, seht ihr? Der war wirklich pausiert, weil ich hier auf Stopp gedrückt habe. Okay. Jetzt sind auf jeden Fall wieder 2 Worker unterwegs. Ich fürchte, ich kann nach dem flinken Piet niemandem meiner Worker mehr einen Namen geben. Weil je nachdem, wie viele das mit der Zeit werden, wird das irgendwann schwierig, sich zu merken, wer hier wer ist. So, gucken wir doch mal. Aha, das ist also eine Chemiefabrik. Auch da könnt ihr mir gerne sagen, welche Chemie
man direkt auf dem Mars finden kann. Das ist auf jeden Fall unsere Polymerfabrik. Zwei Worker sind immer noch ziemlich wenig. Ich glaube, ich werde gleich direkt nochmal... Ne, jetzt muss ich erstmal irgendwas gucken. Ah, guck mal hier, das hat genau gepasst noch mit dem Strom. Grenzwertig, aber passt. Ich werde, glaube ich, mal noch so eine Relaisstation basteln. Und zwar so hier in die Richtung. Falls man sich auch dahin ausbreiten möchte. Genau, damit wir noch einen Worker produzieren können. Weil zwei sind auch noch ziemlich wenig, wie ihr seht. Ich habe jetzt schon mehr als genug zu tun für sie. So, was fehlt denn hier noch? Hier fehlt Stahl, Elektronikeinteil und Polymere. Das sieht so aus, als würde das noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis das fertig ist. Deshalb würde ich sagen, wir lassen die Uhr mal ein bisschen schneller laufen. Juhu! Wie ihr gesehen habt, lief die ja die ganze Zeit schon ziemlich schnell. Ja, jetzt wird der flinke Pete auch richtig flink. Wo ist denn jetzt schon wieder der zweite Worker? Was macht denn der hier? Pause. Immer noch. Ich verstehe nicht so ganz, warum der nicht arbeitet. Ob das daran liegt, dass sein Einzugsgebiet zu weit weg ist? Vielleicht ist das doch keine so gute Idee, die so weit außerhalb zu bauen. Ich lasse das jetzt zwar nochmal so, aber ich glaube, die nächste Relaisstation baue ich hier irgendwie nochmal in der Mitte. Jetzt hat er halt einmal was zur Elektrofabrik gebracht und das war es schon wieder. Oder abgeholt. Merkwürdig. Naja gut. Ich denke, meine KI wird sich viel dabei gedacht haben und die Steuerung wird bestimmt ganz hervorragend funktionieren. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Hier unten entsteht die nächste Relaisstation. Damit wir hier... So, jetzt können wir auch drei Worker haben. Die müssen dann hier natürlich erst wieder produziert werden. Da kommen auch schon die ersten Bauteile. Da muss jetzt nur ein Bauteil Elektronik hin. Dann kann auch direkt ein neuer Worker entstehen. So, und hier fehlen uns jetzt eigentlich nur noch zwei Stahl... Oh, die drei Polymere sind auch schon da. Und dann entsteht hier auch die Wartungsanlage. Sehr cool. Weil, können wir uns ja mal angucken. Hier seht ihr, hier gerade im Außenbereich ist schon ziemlich verfallen, der Spaß. Ja, die Gebäude verlieren schon ziemlich an struktureller Integrität quasi. Das müssen wir mal ausmachen wieder. Da hatte ich noch eine Prio drauf für den Bau. So, wenn wir die Wartungsanlage gebaut haben, dann sind wir, glaube ich, schon ziemlich safe unterwegs. Da kommt sie. So, und da ist sie. Die Wartungsanlage. Und was braucht die jetzt? Die braucht Polymere und Elektronik. Und dann kann sie diese Wartungsdrohnen bauen, die dann wiederum alles reparieren können. Okay. So, ein Polymer ist auch schon am Start. Kurz eben gucken. Reichweite gut gewählt, aber ich sehe jetzt schon, die Chemiefabrik ist nicht mehr in der Reichweite. Das heißt, die wird, das ist zwar eines der neueren Gebäude, das heißt, die wird jetzt nicht sofort kaputt gehen. Ich werde mich aber auf kurz oder lang damit beschäftigen müssen, hier noch eine weitere Wartungsfabrik zu bauen. Oder Wartungsanlage. Damit auch das nicht verfällt, weil ansonsten geht mir dieses eine Gebäude natürlich kaputt. Ich hatte es extra weiter hierhin gemacht, um halt genügend Platz zu haben. Da war aber noch nicht zu sehen, dass die Chemiefabrik hier oben links hin muss. Vertrackte Situation. Ärgerlich. Aber so ist es. Wenn man den Mars besiedelt, läuft nicht immer alles reibungslos und so fort. Hier entsteht übrigens, wie ihr seht, gerade der nächste kleine Arbeitergizmo. Und wo wird denn hier nochmal... Ach, hier. Hier wird Elektronik produziert. Die fehlt mir jetzt noch für die Wartungsklamotte. Ah, da wird Elektronik gebaut. Ich hoffe, dass die dann hier hingeht. Ich glaube, im Moment braucht nichts anderes unbedingt Elektronik. Und dann würden hier die ersten Wartungsdrohnen an den Start gehen.
Und ich habe auch schon meine neue Aufgabe bekommen, wie ihr seht, nämlich baue einen areologischen Scanner, whatever das ist. Hier seht ihr jetzt, die drei Gizmos sind voll unterwegs. Gucken wir doch mal. Scannt das umliegende Gebiet nach Ressourcenadern ab. Das klingt, als wäre es wichtig. Aber braucht 5 Megawatt und ich habe jetzt schon wieder Energieprobleme. Nur plus 0,2 heißt erstmal wieder für Strom sorgen. Mann, Mann, Mann. Da muss man echt aufpassen. Jetzt braucht das natürlich auch Elektronik. Jetzt bin ich mal gespannt, was zuerst hierhin kommt. Also wer zuerst das nächste Elektronikbauteil bekommt, was hier oben übrigens gerade fertig liegt zum Abholen. Ihr seht übrigens, an jeder dieser Stellen wird immer was auf Lager gelegt. Und das sieht man dann hier auf diesen kleinen Plattformen. Da wird es dann hinterlegt, auch wenn das gar nicht hierfür ist, sondern es ist damit der nächste Kollege das da abholen kann. Das ist ziemlich cool, weil hier wurde gerade Glas, was hier unten gelagert hat auf diesem Pad, wurde hier hochgebracht. Wahrscheinlich, damit das einer abholen kann und hier runterbringen dann. Oder es wurde schon dahin gebracht. Und wir sehen, die Elektronik, die hier oben gebaut wurde, ist hier runtergegangen. Bedeutet also, muss man sich merken, unsere Arbeiter sorgen erst für Infrastruktur, heißt zum Beispiel eher für den Strom, wie es scheint, als zum Beispiel um Elektronik in die Produktion zu geben, wo sie zwar auch gebraucht wird, aber wahrscheinlich gerade nicht lebensnotwendig ist. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal gucken. Ich priorisiere das jetzt trotzdem mal, weil wir brauchen diese Wartungsdrohnen. Ich habe echt Sorge, dass mir die Gebäude sonst zu schnell hops gehen. Weil einige sind schon hier fast bei nur noch 50%. Das heißt, die verfallen relativ schnell. Gucken wir mal. Ich will euch wenigstens noch die Wartungsdrohnen zeigen. Und ich finde, dann können wir eine kurze Pause machen für diese Folge. Und ich denke, das macht Sinn. Schauen wir uns das noch an. Ich lass mal noch ein bisschen vorspulen. Sitt. Ach, das Leben einer KI. Einfach auf den Vorspulen-Knopf drücken. Warum haben wir jetzt nicht genug Strom gerade? Okay, hier entsteht jetzt die erste Wartungsdrohne, wie es scheint. So, minus 0,2. Ihr seht, wir haben hier Schwankungen drin. Vorhin hatte ich noch genug Strom, jetzt habe ich den nicht mehr und es ist kein neues Gebäude dazu gekommen. Das heißt, auch die Solarpanels, die ja 30 Megawatt liefern sollen, liefern gar nicht kontinuierlich 30 Megawatt, sondern wahrscheinlich je nach Sonnenintensität. Muss man also auch ein paar Schwankungen berücksichtigen. So, ich lasse hier nochmal ein bisschen vorlaufen, bevor die erste Drohne hier am Start ist. Zzt, gleich fertig. Zzt, und... Ach, guck mal, das ist gar nicht eine Drohne, sondern da werden gleich 3 gebaut, die auch instant losfliegen. Ah, und sich um die Reparatur der Gebäude kümmern. Sehr cool. Das gefällt mir und die nächsten sind auch schon im Bau. 6 Stück an der Zahl kann es geben, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, und ihr seht, die strukturelle Integrität ist hier jetzt schon ganz okay. Ah, gleich schon wieder bei 90%. Sehr cool. Dann haben wir das nämlich auch im Griff. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt den areologischen Scanner bauen, machen wir an der Stelle eine Pause. Ich danke euch fürs Zusehen, dass ihr dabei wart und würde sagen, wenn ihr das interessant fandet und wenn ihr wissen wollt, wie wir den Mars weiter für uns erobern und vor allen Dingen, wie wir ihn irgendwann terraformen, weil das haben wir ja noch gar nicht gemacht bisher, und was noch für Dinge auf uns warten, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge Let's Play Per Aspera wieder ein. Ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, vergesst kein Abo und ein Like. Lasst mir auch gerne mal Kommentare da, wie ihr es fandet und was ihr gerne wissen wollt über das Spiel. Ich versuche euch Infos zu besorgen.
Und das Game gibt es übrigens auf Steam. Ich glaube auch nur auf Steam. Und ist im Moment für 10% Rabatt im Angebot. Wer da also Interesse hat, sollte da vielleicht gerade zuschlagen. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Euer Mike von Gamers Nexus. Ciao.